So, Freunde und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video und heute möchte ich mit euch gemeinsam auf mein eigenes Video zum Wahl-O-Mat eingehen und euch da ein bisschen was zu erzählen. Ich habe diese Video-Idee, so ein Kritikvideo zu meinem eigenen Video von dem YouTuber KuchenTV übernommen. Deswegen Grüße gehen an den Tim raus, den ich auch so flüchtig kenne. Geile Idee auf jeden Fall und ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich jetzt so ein ähnliches Format hier bei mir im Zweitkanal auch mache und darauf eingehe. Weil es sind einige interessante Kommentare von euch gekommen, kritische Kommentare und darüber sprechen wir einfach gemeinsam. Also viel Spaß dabei. Ja, gucken wir uns erstmal so ein paar Facts über das Video an. Das Video hat für meinen Kanal eine gute Reichweite erzielt mit 9200 Aufrufen jetzt gerade im Moment, hat es fast 10.000 erreicht. Bei 12.000 Abonnenten, die wir mittlerweile hier im Kanal sind, denke ich, das ist eine ganz gute Reichweite, ist okay. Und die Like-Dislike-Rate ist hier deutlich schlechter als normal. Also hier haben wir 251 Daumen nach oben und 141 Daumen nach unten, was im Verhältnis zu anderen Videos bei mir im Kanal definitiv schlechter ist, muss man ganz klar so aussagen. Bevor wir auf die Kommentare eingehen, möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe, genau das habt ihr ja mitbekommen, ich habe bei einigen Fragen neutral oder gesagt, nö, weiß ich jetzt nicht so ganz genau und sowas in der Richtung. Ich möchte nicht mit jeder Meinung, die dort gefordert war oder jede Frage, die dort gestellt wurde, meine persönliche Meinung in die Öffentlichkeit tragen. Das ist mein gutes Recht und dementsprechend habe ich da nicht bei allen Fragen auch überhaupt geantwortet. Und damit legen wir also los. Gehen wir direkt mal hier auf den ersten Kommentar ein, den wir haben. Den Namen kann ich leider nicht aussprechen. HGHCFH und so weiter. Hat die am meisten Likes, 76 Likes erhalten. Und der heißt, finde es gut, dass du öffentlich deine politische Meinung sagst, auch wenn ich dir nicht bei allem zustimme. Und das hat mich wirklich gefreut, da habe ich auch so ein kleines Herzchen vergeben bei dieser Aussage. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Definitiv nicht, keine Frage. Nichtsdestotrotz sollte man seine Meinung frei äußern können und nicht dadurch in irgendwelche Ecken stigmatisiert werden, irgendwie was unterstellt werden oder ähnliches, was oftmals nicht so wirklich ist, wie es dann halt geschrieben oder halt in dem Video vielleicht auch ausgedrückt ist. Der nächste Kommentar direkt vom Lukas Keller. Ich habe es geschafft, die Grünen bei mir unter 20% zu halten. Ehrenmann. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Respekt. So, ich klicke auch mal hier und so auf die Kommentare, die Antworten, die da reingekommen sind. Ja, da war jetzt nichts Spannendes dabei. Als nächstes hier vom Bernd Siemer, dass du nicht viel von den Grünen hältst, macht dich schon mal sympathisch. Also wir merken, hier sind wenig Anhänger der Grünen aktiv, aber wir kommen ja gleich zum Volkmar. So, dann kommt eine sehr, sehr kritische Aussage hier. Das fand ich sehr cool. Vom ESP Nein Danke. Das ist aber ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Fängt schon bei der ersten Frage EU-weite Bürgerentscheide an. Das würde nämlich nicht, Anführungsstriche, mehr Macht dem Volk bedeuten, sondern die Unterdrückung der Meinung in den einzelnen Ländern durch die anderen Völker. Ich bin für nationale und regionale Bürgerentscheide. EU-weit sind diese klar abzulehnen. Das ist ein super guter Hinweis. Hätte man vielleicht ein bisschen netter formulieren können, aber ich finde ihn sehr gut. Finde ich echt klasse. Das hatte ich so in dem Umfang nicht direkt auf dem Schirm. EU-weite Bürgerentscheide, das ist ja auch das, was ich hier wirklich ganz klar kritisiere an dem Wahl-O-Maten. Verschiedene Fragen sind so gestellt, das war, meine ich, sogar auch in einem Kommentar. Ich habe es leider im Video nicht erwähnt. Sorry, wenn ich kurz abschweife, ist mir aber wichtig, möchte ich sagen. War nämlich die Frage bezüglich einer Finanztransaktionssteuer. Und das las sich so, als ob es keine Finanztransaktionssteuer gibt. Aber faktisch gibt es ja schon eine Steuer darauf, wenn man irgendwie Aktien, Spekulationsgeschäfte oder Ähnliches macht und dabei Geld verdient. Ne? Und das war von der Formulierung halt nicht so sonderlich gut gewählt oder vielleicht aber perfekt gewählt, kommt auf den Betrachtungswinkel an. Ne? Und dementsprechend hier bei der Sache, EU-weite Bürgerentscheide klang für mich definitiv gut und interessant. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, ein sehr gutes Argument, mehr Macht dem Volk bedeutet es nämlich nicht, sondern die Unterdrückung der Meinung in den einzelnen Ländern durch die anderen Völker, bin ich da ganz auf deiner Seite. Hast du vollkommen recht, sehe ich genauso, soll nicht so sein, ganz klar. So, die ganzen Lobs lasse ich jetzt hier erstmal raus an dieser Stelle, aber ein sehr geiler Kommentar vom C. Güven, der auch schon ab und zu mal hier in den Kommentarsektionen Gast war. An erster Stelle Grüne? Fragezeichen. What the fuck?
Erstmal einen Diesel, um den Block fahren, um runterzukommen. Diesen Kommentar habe ich richtig gefeiert. Ich habe mich tierisch amüsiert darüber. Richtiger Ehrenmann. Sehr, sehr geil. Kritischer Kommentar von Shane Walsh. Dieser Wahl-O-Mat hat keinerlei Aussagekraft. Das alles sind letztlich nur Parteiprogramme, also leere Worthülsen. Im Parteiprogramm der CDU stand auch nicht, dass ab 2015 für Millionen von Muslimen die Grenzen und die Sozialsysteme offen stehen. Trotzdem wurde es gemacht. Taten zählen und was das anbetrifft, sind die Altparteien eben unwählbar. Ist eine klare Meinungsäußerung hier vom Shane? Definitiv. Dass zu den Parteiprogrammen, was da drin steht, dass das nicht immer ganz verlässlich ist oder oftmals gar nicht verlässlich ist, habe ich mich ja auch extra in diesem Wahl-O-Mat-Video nochmal zu geäußert und das ganz klar darauf hingewiesen, dass man davon nicht ausgehen kann unbedingt. Aber wir haben ja gar keine andere Grundlage, keine andere Basis, auf die wir uns sonderlich gut beziehen können. Dann haben wir hier ein kritischer Kommentar vom Sebastian. Du hast in diesem Fall mal wieder einmal klar gemacht, wie sehr du gegen Verbote bist. Das freut mich, dass du es so wahrgenommen hast, denn das ist auch mein Credo. Ich kann deine Haltung ehrlich nicht nachvollziehen, allerdings würde ich das gerne. Okay? Könntest du vielleicht erklären, warum du gegen, / für bestimmte Punkte bist? / drei Stück an der Zahl, gegen eine Finanztransaktionssteuer, pro Atomkraft, gegen den Mindestlohn. Volkmar Uder fragt, das hätte ich auch gerne mal gewusst. Und als nächstes kommt hier von Max Mustermann schon quasi was in die Richtung, was meine Antwort eigentlich auf die Frage hier vom Sebastian darstellt. Die Steuer, also Finanztransaktionssteuer, würde die Aktivitäten auf dem Finanzmarkt senken. Zum Beispiel. Ist ein sehr gutes Argument, das ich definitiv hier mit aufnehmen kann. Also mit dem Max bin ich absolut d'accord. Da brauche ich jetzt gar nicht selber noch viel zu sagen, sage ich mal. Die Atomkraft sorgt für eine konstante, wetterunabhängige, ganz wichtiges Stichwort, Energieversorgung und ist klimafreundlich. Stimme ich ihm auch zu, Atomkraft ist meines Erachtens zufällig irgendwie damals 2011 so bei uns in Deutschland abhanden gekommen. Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, dass wir in Deutschland hingehen und Strom aus anderen Ländern importieren, nenne ich es jetzt mal importieren, weil wir zu wenig Energie haben oder vielleicht auch zu viel haben, verschenken es und kaufen es zurück, siehe Österreich. Ist für mich absoluter Schwachsinn. Warum sollte man dann gegen Atomkraft sein? Kann ich nicht nachvollziehen. Mindestlohn kann dazu führen, dass die Kaufkraft einer Währung absinkt und damit die Preise hochgehen. Damit würde der Mindestlohn sogar mehr schaden als helfen, gerade beim Außenhandel. Ist ein sehr gutes Beispiel, was sich ganz klar gegen den Mindestlohn ausspricht, was ich auch so unterschreiben kann. Zudem weiß ich das auch von einer vom Mindestlohn betroffenen Freundin von mir und sie hat in einem Restaurantkette in Deutschland gearbeitet, nein, nicht McDonald's, würde ich auch nicht McDonald's als Restaurant nennen oder bezeichnen und seit dem Mindestlohn, der wurde dann einen Cent über dem, ich glaube bei 8,50 Euro war er, als er eingeführt wurde und sie hat dann 8,51 Euro verdient, unterm Strich war es aber so, dass sie immer noch gleich viel gearbeitet hat für den gleichen Lohn. Das ist aber auch ein Extrembeispiel, muss man dazu sagen. Aber wenn sie die Stunden, die sie mehr gearbeitet hätte und so, aufgeschrieben hätte, hätte sie Ärger gekriegt, wäre / gefeuert worden. So, und damit ist keinem geholfen. Damit ist keinem geholfen. Der Markt reguliert sich immer selbst. Wenn es den Unternehmen gut geht, geben sie auch was den Mitarbeitern zurück. Ganz klar. Ich, YouTube-Bereich zum Beispiel. YouTube läuft ganz gut bei mir. Sieht man ja, die Klicks laufen und alles. Wenn ich Thumbnails benötige, ein paar Grafiken, die gebastelt werden und alles, dann lasse ich die vom Bekannten, vom Kumpel von mir machen. Dafür gebe ich dem was. Ist ja auch gar keine Frage, natürlich. Jeder muss für seine Leistung anständig entlohnt werden. Das sehe ich ja ganz genauso. Aber das kann man nicht über so einen Zwang machen, weil sowas immer in Extreme ausfällt. Seien sie positiv oder negativ. Positiv meistens eher nicht. Der Kunzer spricht sich hier nochmal ganz klar für den V8-Motor aus. Es lebe der V8, das fand ich auch ganz nett. So, was haben wir hier noch Schönes? Irgendwo war doch auch noch der Kommentar von Volkmar. Also es sind über 500 Kommentare. Das ist eins der Videos mit den meisten Kommentaren. Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier nicht auf alles eingehe, aber das Video soll nicht ewig lang sein. Wir sind jetzt bestimmt schon bei über 10 Minuten. Und da habe ich ihn gefunden, den Volkmar. Er fragt dann oder sagt hier, ich weiß nicht, was er damit schreiben möchte. Ich verstehe ihn leider häufiger nicht, Volkmar. Grüße gehen raus.
Warum soll der CO2-Ausstoß nicht weiter reduziert werden, wenn er schon nicht gut ist, wie Olli selbst sagt? Da muss ein Fragezeichen hin, lieber Volkmar. Dementsprechend, vom John kommt hier eine Antwort, die ich auch geherzt habe. Dementsprechend kann ich mich dahinter stellen. Die Frage CO2 impliziert, dass sich noch höhere Ziele gesetzt werden. Die Ziele, die bereits bestehen, werden meines Erachtens nicht erreicht. Also warum noch nicht höhere Ziele setzen? Man muss die Thesen schon richtig lesen, um sie nicht falsch zu deuten und somit das Ergebnis zu verfälschen. Par excellence, perfekte Antwort. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich absolut richtig. CO2, guck dir meine anderen Videos gerne dazu nochmal an, zu dem ganzen Thema, Volkmar. Vielleicht kannst du es ja nach 2-3 Mal schauen dann doch irgendwie noch nachvollziehen, was ich für ein Problem mit dem Thema CO2 und auch den anderen Themen dazu habe. Als nächstes habe ich hier noch einen Kommentar von Wolfgang und der sagt nämlich, ich bin nicht dafür, dass man schon ab 16 Jahren wählen darf, weil das sind alles noch Schüler, die keine Wohnung oder ein Auto besitzen und somit nicht wissen können, was gut ist und was schlecht. Klammern Sie CO2-Steuer, weil sie dafür sind und nicht wissen, was das für ihre Eltern bedeutet. Ja, da kann ich ihm auf der einen Seite zustimmen, auf der anderen Seite möchte ich aber auch ganz klar dazu sagen, das ist sehr stark verallgemeinernd, was der Wolfgang hier ausspricht. Und es wird auch in den weiteren Kommentaren, die drunter kommen, von einem Reifegrad gesprochen, ob ein Jugendlicher diesen wohl überhaupt hat und wählen kann, weil mit 16 ist man ja noch Jugendlicher und nicht erwachsen. Ich glaube, das ist eine sehr umfangreiche Diskussion. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ich kenne viele reife, jüngere 16-Jährige in diesem Altersbereich, also ein paar, vieles Quatsch, ein paar so Abonnenten zum Beispiel, die ich dann auf der Tuning World Bodensee oder auf anderen Messen getroffen habe, die sich mit den Themen beschäftigen und für meinen Geschmack sind die definitiv auf einem Reifegrad, wo ich ihnen das Wahlrecht definitiv zusprechen würde und deswegen auch meine Entscheidung dahin. Dementsprechend, Freunde, ich würde hier stoppen. Ich denke, das waren ein paar ganz interessante Kommentare. Ich habe ja sowieso vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, dass ich gerne häufiger so, ja, Kommentare kommentiert, glaube ich, könnte man das so YouTube-Format nennen, vielleicht irgendwie sowas in der Richtung hier ab und zu mal machen würde, wenn wieder viele Kommentare reingekommen sind bei strittigen Themen und so weiter, damit wir uns auch über eure Meinung in meinen Videos explizit nochmal unterhalten können. Und jetzt schreibt ihr das in die Kommentare. Findet ihr dieses Format gut? Gefällt euch das? Und es bleibt weiter entspannt. Daumen hoch, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.